Hallo Leute und herzlich willkommen zum Neupod von Smite. Diesmal spielen wir Baba Yaga als Support. Ich dachte mir, Baba Yaga kann man nochmal als Support spielen. Ich habe sie bisher in der Mitte gespielt. Und wie sonst auch immer, hatte ich eigentlich vor, sie auf jeder Lane zu spielen. Wo bist du denn? Wo bist du? Ich werde sie ein bisschen tankier bauen, natürlich. So, hier, Gauntlet of Thieves. Das ist eigentlich bescheuert, oder? Wenn ich sie so baue. Pleased to meet you. Also eigentlich will ich das schon gerne bauen. Aber es hört sich auch nicht schlecht an. So, ich geh mal so rum. Ja. Gott, das Bild wird bescheuert. Wird komplett bescheuert. Medien nehme ich mir mit. Ja, es kann nur gut werden, Oh Mann. Ich glaube, ich gehe zuerst meine 2. Ja. Ja. Ich denke, ich mach's auch mal Instant Cast. Oder Quick Cast? Quick Cast. Na. So. So. Okay, ich glaube, wir könnten gut werden. Zack. Wir dürfen ja auch keinen schlechten Tier haben an sich. Super. Und wir machen wahrscheinlich sehr viel Schaden. Wir haben Artemis und Ra. Okay, ich weiß nicht. Ich habe vergessen, dass ich Instant Cast gemacht hatte. Zack. So. Wir könnten nicht sehr aggressiv sein. Das ist, okay, ich glaube, ich lasse es mal. Ich mach's mal auf zurück. Mach mal auf Normal Cast. Das ist für mich doch vielleicht einfacher zu sehen, wann alles kommt. Zack. Schade. Ey, wenn wir das mal lassen, bitte. Etwas viele Minions, die Nein sagen, zu dem Fall. Ich habe hier Schaden noch reingehauen. Sehr gut. Ich warte mal hier. Zack. So. Okay, der macht viel Schaden, der Pot. Ja, die Potion. So. Nein. Kein extra Damage für dich. Hier. Sagen wir mal, machen wir das so. Gott, ich mach das sehr gut. Das gefällt mir. Zack. Extra Schaden. Nochmal extra Schaden. Schön nervig sein. Aber ich werde ein bisschen auf Tankier bauen. Also damit ich hier einfach mehr aushalten kann. Ja, und da ist das raus. Da ist das raus. Was war das? Was haben die gemacht? Much? How much? Ich kapiere nicht, was mit ihm abgeht. Ich hoffe mal, es ist nicht der gleiche von, der gleiche Odin im Jungle vom letzten Mal. Würde mir nicht gefallen. Oh, der ist tot. Oder hat irgendwas sehr viel Schaden bekommen. So, wir können nicht mehr das hier angreifen, oder? Wollen wir das hier angreifen? Oder, okay, ich weiß nicht, was ihr Plan ist. Zack, ich will nicht nur nerven. Jo. Sieht ja schon mal schön aus bisher. Zack. Zack, oh schade, da habe ich sie nicht getroffen, aber okay. Lassen wir hier runtergehen. Wie war das denn nur was? Matsch, was? Was geht denn bei euch ab? Warte, was ist mit Anubis? Was geht mit Anubis ab? Muss ich das verstehen? Ist jetzt Anubis aber Jungle gegangen? Oder was ist der Plan da? Das ist verwirrend. Oh, ist da hinten? Und wie
Was macht er denn da? Zack. Oh, es hat sie nicht getroffen. Das, Autsch. Das will ich doch nicht. Okay. Don't worry. Baba Yaga will. Es ist schön, dass wir da gewesen. Oh, ich mag das. Ich finde Baba Yaga cool. Das Wolfsberg ist übertrieben cool. So. Ein bisschen Nerven da hinten. Alter, hat die Angst vor mir. Das gefällt mir. Alter, geht die weit weg. Oh Mann, ich hätte auch jetzt mal eine Ulti. Er hätte auch ihre Ulti. Ich glaube, Schleppler wurde schon gemacht, oder? Ja. Ich würde das auch angreifen. Das geht auch, das geht auch. Hallo. Baba Yaga hier. Oder so. Okay. 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 Sehr interessant. Unser Buff spawnt jetzt auch gleich. Können wir gleich machen. Attack. Wie teuer bist du? Okay, dich kann ich jetzt schon kaufen gleich. Zack. Hilft sie mir oder macht sie? Was ist ihr Plan? Nicht. Okay. Wahrscheinlich hätte sie gerade gefarmt. Super. Ich geh jetzt auch mal weg. Ich nehme mal ein bisschen Schaden drauf noch. Jetzt aber. Okay. Ich habe auch keine Mana mehr. Das ist etwas blöd gerade. Das gefällt mir irgendwie. Es ist eigentlich nicht übertrieben stark, aber es gefällt mir. Oh, hat sie gesagt. Und der Uli geht natürlich rein. Oh Mann. Es wurde. Nee, nee. Geh raus, ich möchte nicht, dass du jetzt stirbst. Das war komplett bescheuert. Also der Anubis konnte ja nicht helfen, die waren da zu dritt gegen dich. Da gab es sehr wenig Potenzial, dir zu helfen. Ich weiß auch nicht, was bei dem irgendwie abgeht gerade. Der feedet ja hart mit dem Anubis. Oh, okay. Wir bräuchten ein paar Wards. Zack. Ich glaube, ich stecke gleich doch noch irgendwas. Ich will irgendwie für meine Hut benutzen. Von Stacks her und so. So, ich warte mal. Hier. Was ich dann ja cool fände, würden sie die Stacks von der Hut nicht nur in HP umwandeln, sondern auch in Mana. Also, dass Baba Yaga einfach weniger Mana-Probleme hat. Sie stackt jetzt. Okay, kein Problem. Hi. Oh, da rennt sie weg. Okay, das ist ja wohl sie geultet. Ich hätte jetzt auch mal eine Ulte. Und Baba Yaga ist cool, die gefällt mir. Also ohne Witz, sie ist so ein cooler Charakter. Hi. Komm, spiel noch eine Ulte. So. Extra Schaden drauf. So. So, über sie springen. Das war übertrieben gut. Ah, der Odin ist geleftet. Nicht sein Ernst, ich will nicht surrendern. Also, es wird darauf hinausgehen, dass wir surrendern werden. Das bin ich mir recht sicher. Leider. Aber, ich werde nicht wirklich nicht surrendern. Weil ich finde, für uns läuft es gut. Du, also ohne Witz, Baba Yaga als Supporter ist lustig.
Es macht übertrieben viel Spaß, dem Gegner so viel Schaden reinzuhauen und die zu nerven und sowas. So. Leute. Ich sollte jetzt mal mit da helfen gehen. Ja. Eigentlich muss ich auch drüben verteidigen. Man, eigentlich, ohne Witz, ich möchte das nicht verlieren. Mein ADC gefällt mir übertrieben gut. Und es macht sehr viel Spaß. Cool, mal von Fähigkeiten. Okay, natürlich. Ich will das wirklich nicht surrendern. Das Problem ist, der Ra ist hart gefeedert. Ich werde nicht surrendern. Ich sag nein. Ich möchte nicht surrendern. Ich werde nicht surrendern. Ich habe ein Vertrauen in die Skadi, dass wir es noch gewinnen werden. Oh mein Gott. Kaidi, schaffst du es? Eines hätten wir unten verteidigen. So, wir sollten am besten rausrennen. Also, ich hab Kudon auf allem. Oh. Och man, ich. So. So. Wundervoll. So. Ich glaube, ich gehe nochmal auf den Hut. Den Helm. Ich greife nochmal Wards mit. Also ich glaube, wir haben noch eine Chance, weil wir sind aber stark. Lol. Warum? Also. Wieso fightest du Skadi? Ich hätte auf mich warten sollen. Das war nicht gut. Also ich noch solche, hab meine Ulti noch und so. Hallo. Das Blöde ist, die konnte farmen. Oh fuck. Du bist auch das Blöde. Autsch. Ich weiß, dass der ist da drüben ist, der Ra. Ich tue mein Bestes. Ich hab nicht viel Schaden. Okay, sind sie fünft hier. Ah, die sind zu fünf bei mir. Und wieso gehst du da rein? Wieso gehst du da rein, du Idiot? Wieso? Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja. Ich weiß nicht. Your right tower has been destroyed. Your middle tower is under attack. Your right Phoenix is under attack. Wenn Skadi jetzt sagt, sie möchte nicht zu ändern, dann werde ich nicht zu ändern.
Weil, keine Ahnung. Ach, ich simuliere einfach, weil mein Team tut mir leid. Bye. Immer nett und immer fröhlich sein, auch wenn sowas passiert. Also an sich könnten wir jetzt einfach nur den Anubis und den Odin reporten, Anubis 4 nicht die Rolle gespielt, die er angegeben hat, und den Odin für AFK gehen. So, also ich fand mein Team war wirklich gut. Also ich würde die Skadi hätte ich gerne als Freund. Die war cool. So, ich reporte jetzt einfach noch schnell mal. Do not play the same draw. Ja, hier. So, und du vor Rage. So, okay. Ich hoffe, euch hat die Runde gefallen. Ich weiß nicht, ob ich sie nehmen werde. Ich werde es wahrscheinlich nehmen. Aber, naja. Probiert selbst mal Baba Yaga als Supporter aus. Also, man muss jetzt nicht übertrieben tanky bauen. Man kann ja zum Beispiel auf die Helme gehen und sowas. Weil die bringen ja auch ein bisschen Tankiness mit dabei. Und dann sind aber auch gut gegen ein ADC, um dort den Damage runterzuholen vom Gegner. Hätte ich jetzt eine normale Runde gehabt, hätte ich wahrscheinlich nur um einiges größere Chance gehabt, jetzt zu gewinnen. Also einiges größere Chance. Hätten wir einen normalen Jungler gehabt und einen normalen Midlaner. Also der Tor konnte ja gar nichts dafür, dass der Anubis einfach Mitte gegangen ist. Müsste mal schauen. Ich muss gleich mal schauen, ob ich den schon mal in der Runde drin hatte. Okay. Mein Damage war okay. Als Supporter. Am zweiten Meister in meinem Team. Also, wir hatten keine Chance. Hier schaut euch mal den Ra an. Der war in Minute irgendwie 10 schon irgendwie 6-2 oder so. Und der Rest des Teams, es geht halt gar nicht. Wir haben die Duel-Lane gut runtergehalten, natürlich. Aber irgendwie, und der Rest des Teams war jetzt nicht so geil. Mal kurz schauen. Kann ich kurz? Spiel? History? Dankeschön. Wie hieß du in der Runde? Der Gegner schon. Okay. Wie hieß du in. Oh lol, meine Runde wurde hier gar nicht aufgezeichnet. Oh lol, was? Was? Müsste die Runde nicht aufgezeichnet werden hier? Das lief ja 13 Minuten. Das ist ja strange. Okay, die Runde wird schon mal nicht gezeigt. Ist okay. Gut, dann bis zum nächsten Mal abonniert, falls du es nicht getan hast, lass gerne ein Like da. Wie findet ihr Baba Yaga als Supporter? Ich find's lustig, Baba Yaga als Supporter ist lustig. Also sie macht wirklich viel Spaß, wenn man einen richtigen ADC hat. Okay, dann Dankeschön, bis du schon abonniert, falls du es nicht getan hast, lass gerne ein Like da. Passt auf dich auf, bleib drin und so und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.